Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einer Faszieneinheit. Heute mit dem Redondo Ball Plus. Wenn du einen hast, dann hol ihn dir. Wir können da schöne Übungen für unsere Faszien mit dem Ball machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir fangen zuerst mal an in der aufrechten Haltung. Faszien geben unserem Körper auch seine Stabilität, richten uns auf, halten uns stabil. Denk an dein Brustbein, das du anhebst. Denk dran, deine Knie sind durchlässig. Nimm den Ball zuerst mal zwischen deine Handballen und jetzt machst du mal ganz kleine, schnelle Bewegungen mit deinen Handballen zueinander. Druck, Druck, Druck und spür so die Stabilität in deinem Körper. Versuch jetzt auch während dem Workout immer wieder zu spüren, wie du stabil bist, wie du aber auch locker lassen kannst. Dann lässt du wieder los, lässt eine leichte Spannung und versuchst einmal deinen Ball nach rechts und einmal nach links zu drehen. Einmal nach rechts und nach links. Beweg dich schon mal ganz weich und geschmeidig. Jawohl. Fasziale Bewegungen sind eigentlich immer weich, leise. Wir versuchen unseren Faszien, unserem Bindegewebe, seine Elastizität wiederzugeben oder sie zu erhalten. So, jetzt wirst du ein bisschen größer und versuchst mal eine riesig große Acht zu zeichnen. Neben deinem Körper. Nimm deinen ganzen Körper so ein bisschen mit in die Bewegung. Und wenn du mal irgendwo das Gefühl hast, es zwickt so ein bisschen, dann kann es sein, dass da deine Faszien gerade etwas verkleben. Du lange gesessen bist oder lange irgendwie einseitig gestanden hast. Wenn du dich dann bewegst, dann kannst du diese Verklebung wieder lösen. Etwas schneller werden, kleiner werden, noch ein bisschen schneller vor deinem Körper. Und jetzt spür wieder die Stabilität. Gut. Langsam wieder lösen. In der Mitte bleiben, ich zeige es dir von der Seite. Nimm den Ball an dein Brustbein, die Hände nach vorne. Nimm dein rechtes Bein ein Stück nach vorne, dein linkes zurück. Und jetzt versuch mal, deinen Rumpf aufzudehnen. Ferse anheben, rund werden. Aufdehnen, Brustbein heben und rund. In deinem Tempo spür die Dehnung im Rücken und spür die Dehnung vorne. Nochmal, und dann bleibst du ganz lang, streck deine Arme nach oben, zieh dich mal so richtig lang und wenn du möchtest, dann federst du hier nochmal ganz leicht in die Öffnung, wie eine Fahne im Wind. Dann lässt du wieder los, hältst dich stabil, kommst in die Standwaage, versuch dich mal, die Standwaage zu ziehen. Spür wieder deine Stabilität. Halte einen Moment, spür die Kraft. Dann löst du nochmal. Du kreuzt dein linkes Bein hinter deinem rechten. Ich mache spiegelverkehrt. Und jetzt neigst du dich nach rechts und löst wieder. Einmal neigen und lösen. Deine seitliche Linie aufdehnen. Und dann bleibst du seitlich und machst ganz kleine, federnde Bewegung zur Seite. Bis ans Ende der Bewegung gehen. Und dann langsam wieder lösen. Entspannen. Einmal lösen. Den Fuß nach vorne setzen. Deine Schultern locker lassen. Richte dich wieder auf. Heb dein Brustbein. Nimm den Ball nach vorne. Und beginne nach links, links und rechts, auch hier wieder größer werden, riesige Acht zeichnen, ganz locker lassen, den ganzen Körper weich bewegen, Atem fließt und immer den Bauch gespannt halten. Und
bleibst du vorne und wirst etwas schneller. Immer noch die 8. Nochmal schneller. Spür die Stabilität. Tempo. Gut. Halte zur Mitte. Nimm jetzt dein linkes Bein nach vorne. Nimm den Ball an dein Brustbein. Richte dich auf. Atme aus. Mach dich rund. Nochmal ein. Und aus. Einatmen. Und aus. Nochmal. Letztes Mal. Bleib hier oben. Streck deine Arme. Eine ganz weiche Bewegung mit deinem Rumpf zurück. Wie eine Fahne im Wind. Dann lässt du langsam wieder los und spannst dich an, kommst in die Standwaage nach vorne und versuch dich hier zu halten. Zieh dich mal ganz lang, Becken parallel zum Boden. Balanceübungen sind immer schön, auch für unsere Faszien, geben ihnen Stabilität und löse. Kreuz hinten, rechtes Bein. Jetzt ziehst du dich nach links. Langsam ziehen und lösen. Spannung im Bauch. Dann bleibst du wieder an der Seite. Machst ganz kleine, federnde Bewegung. So werden die Fasern wieder schön elastisch. Und dann lässt du wieder locker. Entspannst dich, nimmst den Ball auf deinen Schoß, einfach mal richtig drüber legen, Gesäß absetzen, lass dich ganz locker fallen, auch deinen Kopf hängen lassen. Und jetzt wippe mal ganz sanft, rück mal nach rechts, mal nach links, deine Lumbalfaszie aufdehnen. Und bleib noch mal in der Mitte. Zieh deine Schultern zurück, deine Daumen nach außen. Schultern nach hinten, unten. Und dann werde noch mal locker, lass dich hängen. Nochmal aufrichten. Stabilität. Noch mal locker lassen. Und noch einmal Stabilität. Und da bleibst du. Nimmst den Ball. Richtest dich auf. Und kommst einmal nach unten, das heißt, du nimmst deinen Ball nach vorne, nimmst deine Knie auf den Ball, komm auf deine Hände, komm wieder zurück und richte dich auf. Nochmal, komm tief, Knie auf den Ball, Hände spreizen und komm wieder zurück, richte dich auf. Versuch mit ganz geraden Rücken tief zu kommen. Komm tief, komm hoch. Noch einmal. Wir haben gesagt, Gleichgewichtsübungen sind für unsere Faszien sehr gut. Richte dich mal auf und versuch, dein Becken fixiert zu halten. Deinen Ball so ein bisschen zusammendrücken mit deinen Knien. Und jetzt versuchst du, deine Fußspitzen mal vom Boden abzuheben. Klappt? Balance halten und du spürst bestimmt, wie stabil plötzlich hier die Faszie im unteren Rücken sein muss. Wie dein Bauch dich stabilisiert, dein Beckenboden. Sehr gut. Und dann kommst du langsam wieder nach vorne. Stürz dich ab und nimmst den Ball einmal zu den Schienbeinen zurück. Fersen tief und jetzt kannst du mal einfach beginnen. Hände spreizen. Schieb dein Steißbein nach oben in Richtung Decke. Knie Richtung Ball. Und dann wippe einfach mal mit deinem Brustbein Richtung Oberschenkel.
Und dann ziehst du dich mit dem Ausatmen nach vorne ins Brett. Also zieh dich zurück, Brustbein Richtung Oberschenkel, atme aus, hol dir die Stabilität, die Dehnung und die Stabilität. Nochmal. Wenn du möchtest, bleibst du lang und versuchst mit gestreckten Knien dein Brustbein Richtung Oberschenkel zu ziehen. Lang. Und ein letztes Mal noch. Zurück. Nach vorne. Und da bleibst du. Setz einfach mal dein linkes Bein ab. Dein rechtes Bein bleibt mit dem Unterschenkel auf dem Ball oder mit dem Fuß. Und entspann dich mal kurz einen Moment. Und komm dann nochmal nach vorne. Deine Hände unter deine Schultern. Zieh dich hier raus aus den Schultern und streck jetzt mal dein rechtes Bein nach hinten. Ganz lang. Mach dich rund. Atme aus. Atme ein. Streck dich nochmal lang. Nochmal rund werden. Und nochmal lang werden. Noch einmal. Bleib jetzt in der Länge. Versuch dich zu halten und öffne deinen linken Arm in Richtung Decke nach oben. Ganz weit nach oben ziehen. Jetzt darfst du hier ganz sanft federn mit dem Brustkorb. Drück die Hand am Boden weg, schieb die Hand in Richtung Decke und tauche unten ein, so weit wie du kannst. Nochmal auffedern, zwei, dreimal. Und nach unten durchtauchen. Gleich nochmal. Auffedern. Und versuch die Hand am Boden und die Hand an der Decke auseinanderzuziehen. Komm langsam wieder zurück. Stütz dich ab. Nimm den Ball zwischen die Füße. Und setz dich mal kurz nach hinten ab. Entspann dein Handgelenk. Vergleiche mal deine beiden Körperhälften. Fühlen sich vielleicht jetzt ein bisschen unterschiedlich an. Und dann kommst du noch einmal nach vorne. Nimmst deinen linken Fuß auf den Ball. Deine Hände erst wieder unter deine Schultern. Streck dein linkes Bein, zieh dich hier raus, atme aus, mach dich rund, nochmal ein, nochmal aus und noch einmal. Zieh dich lang, bleib hier, öffne deinen rechten Arm und jetzt versuchst du hier den Arm und den Arm in der Decke weit voneinander zu entfernen. Und feder ganz sanft auf. Zwei, dreimal und tauche hier unten ein. Nochmal auffedern. Und nochmal. Gleich nochmal. Dann bleibst du nochmal oben, ziehst dich lang, öffnest über die Seite und entspannst mal kurz. Und nochmal nach oben. Nimm den Ball nach vorne zu deinen Füßen. Dreh dich einmal um, leg dich drauf mit den Unterschenkeln und roll dich mal langsam nach unten ab. Arme neben den Körper, schieb mit den Fersen den Ball zu dir ran, jetzt hebst du dein Becken und senkst es wieder. Spür die Dehnung in der Faszie im unteren Rücken.
Löse. Sehr gut. Nimm den Ball zwischen die Fersen. Drück ihn zusammen. Schieb deine Beine mal nach oben und versuch sie so weit du kannst in die Streckung zu bringen. Fußspitze ranziehen. Und jetzt versuchst du mal dein Becken anzuheben. Vielleicht kannst du die Unterschenkel fassen und deine Beine ganz gestreckt zu dir ranziehen. Fußspitzen noch weiter an. Knie strecken. Kinn ein bisschen Richtung Brustbein ziehen und dann spürst du die Aufdehnung deiner ganzen Rückenlinie. Vom Fuß über die Rückseite, Rücken bis zu den Augenbrauen. Dann löst du nochmal, entspannst, beugst die Knie, setzt dein Becken ab, legst es noch einmal, deine Fußsohlen auf den Ball, seine Knie nach rechts und links außen kippen. Und jetzt lass mal ganz locker, lass deinen Beckenboden entspannen, spür auch die Innenseite. Wenn du möchtest, bleibst du noch ein bisschen so liegen. Dann drückst du auf Pause und bleibst noch ein bisschen. Ansonsten schließt du die Beine, nimmst den Ball, ziehst ihn ran und machst dich mal ganz rund. Atme aus, atme ein und atme aus. Komm zum Sitzen nach oben, bleib noch mal hier. Bleib noch mal sitzen. Nimm den Ball auf deine Oberschenkel, richte dich möglichst auf, atme aus und jetzt roll mal nach vorne und mach dich ganz rund. Hab das Gefühl, du hast einen Ball zwischen Oberkörper und Oberschenkel und atme ein. Nochmal ausatmen, ganz rund und wenn du kannst, ziehst du deine Fußspitzen zu dir ran und mach dich lang, atme ein. Nochmal aus. Ist nicht wichtig, dass du weit nach vorne kommst. Ist wichtig, dass du dich rund machst. Und dann bleibst du nochmal aufrecht. Beugst deine Knie. Nimmst den Ball einmal nach vorne. Setz dich mal auf. Wenn du kannst, ganz auf die Fersen. Und dann kommst du ein zweiter nach oben, roll den Ball nochmal in deinen Schoß und lass ihn noch einmal hier ganz locker fallen. Nacken entspannen, hängen lassen. Und dann rollst du dich langsam nach oben auf, lass den Ball mal ruhig fallen, wohin auch immer rollen möchte. Bleib nochmal ganz aufrecht stehen. Lass deine Schultern locker. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt so ein bisschen durchbewegt und fühlst dich gut in deiner Haut. Atme nochmal ganz tief ein und nochmal so richtig aus. Nochmal ein. Wenn du noch mehr Faszienfitness machen möchtest, dann schau dir mal da oben bei dem Infopunkt. Das sind noch mehr Videos. Ansonsten habe ich dir unten bei den Beschreibungen noch ein paar Informationen hineingeschrieben, die dich interessieren könnten. Mach dich mal so richtig lang in alle möglichen Richtungen. Strecken, räkeln, öffne dann nochmal. Atme aus, lass dich nochmal fallen. Atme ein, mach dich ganz lang. Atme aus. Atme ein und jetzt holst du dir nochmal kurz Spannung im Körper. Hol dir nochmal die Stabilität deines Bindegewebes. Komm tief, öffne die Arme. Und mit dem Ausatmen löst du deine Arme. Schön, dass du wieder dabei warst heute.
Vielleicht hat es dir gefallen, dann drück gerne auf Gefällt mir oder hinterlass mir einen Kommentar. Oder ich freue mich ganz einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.